Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Glamour. So, Ladies, wir brauchen ein bisschen Stahlträger. Und Objekt wurde beschädigt, ist okay. Ich würde dann später gern noch... Ja, wir müssen jetzt erstmal einen Waggon bauen. Wie viele Güterwaggons machen? Wir machen mal zwei. Okay. Lokomotive. Okay, dann bauen wir mal. Schon fertig? Okay. Ich wäre jetzt eigentlich davon. Ich hoffe, dass ich den Abstand so richtig gemacht habe. Ich glaube, ich kann nämlich das gleich alles wieder abreißen. Dann haben wir nämlich ein Problem. Die Kisten sind voll. Und wohin mit den ganzen Eisen dann? Nein! Mama! Ja. Da muss man auch irgendwie eine Haltestelle bauen, dass der Zug da hält. Der arbeitet nämlich jetzt schon konstant. Ob das so schlau war, das weiß ich nicht. Eieieiei. Ich will mal ganz schnell diese hier wieder abgreifen. Hört mal auf. Danke. So, wir haben einen Güterwagen. Siehst du, die packen nämlich nicht da rein. Ah. Gibt es irgendwie eine Ladestelle oder so? Okay, kann ich nur reinlegen mit dem roten? Die sind doch so lahmarschig. Also das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Weil guck mal, es gibt nur so oder so. Ja, erstmal. Ich bin davon ausgegangen, dass ich mit den Greifarmen das reinlegen kann. Also deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen. Es geht echt nur mit den roten. Okay, wartet mal. Das würde mir einfach zu lange dauern. Also das muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Wenn ich das so mache. Ja, das wird... Das ist jetzt... Okay, man könnte doch... Das ist nämlich jetzt mein Problem, was ich jetzt habe. Alles was dran. Okay, also ich müsste die Kiste ja hier haben.
4. Mit wie viel Greifern kann ich gleichzeitig den beladen? So, dann auch wieder. Das würde bedeuten, jetzt die Kiste dann dahin. Ja, das macht nichts. Das klappt ja alles. Nimmt ja immer das Maximum. Halt mein Fehler gewesen, den ich halt gemacht habe, ne? Muss man jetzt ja auch mal sagen. Ich hätte nicht vorarbeiten sollen. So. Also würde ich jetzt am liebsten hier und hier auch und da. Das würde bedeuten noch 3 Kisten. 1, 2, 3. Und das Förderband muss hier weg. Und muss dann... Warte mal, wir können auch beigehen und dass ich lieber auf Nummer sicher gehe. So, 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 so. Und dann... So. Ja. Mehr geht ja nicht. Das ist jetzt ja wirklich Limit, ne? Dann hätte ich gerne... Müsste man das den hier ein bisschen länger machen. Noch ein Waggon. Okay. So. Dann müsste ich... Ich habe leider jetzt nur noch... Vielleicht noch Kisten herstellen. Ich brauche 1, 5. Ja. Oh, das waren die falschen. Bitte alle. Ja, wir machen erstmal die Greifer lieber wieder. Da kann man das einfach sehr gut sehen. Also da. 3, 4, 5. Kisten. Greifer. Da unten geht's richtig ab. Ich muss da gleich hin. Weil ich will jetzt gerade hier den Strom anschließen. So. Da oben fehlt uns noch einer. Gehen schon die Lasergeschütztürme kaputt. Also das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Nüsse. Das ist jetzt so unser Vorab. Nur wie ich dann nachher die Eisenbahn hier runterkriege.
Und wie lange, man kann die irgendwie dann einstellen, das habe ich auch mit durchgelesen. Gibt es ja hier auch das Tutorial, dass man eine gewisse Zeit einstellen kann, wie lange die stehen bleiben sollen. Ja, rote Mikrochips sind voll. Trotz Forschung. Es hat funktioniert. Es wird dann jetzt bald volllaufen. Also hat unsere Umstellung was gebracht. Muss nur aufpassen, dass mein Schmieröl nicht. Das muss ich dann auch nachher noch vergrößern. Da sind wir so langsam auch am Limit. Hier soll ja der Bahnhof hin. Also das ist ja wirklich mein Räumchen, ne? Dass hier unten der Bahnhof hinkommt. Ich möchte ihn ja gerne da anschließen. Hier haben sie wirklich uns massakriert, Leute. Ja, denen ihre Reichweite geht auch extrem nach oben. Alles gut. Gut, weiter geht's. Hier nachher das Gleis hinzubekommen. Ich glaube, ich werde nachher hier irgendwie die Dingens runterziehen müssen. Aber das werde ich dann sehen, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, darum mache ich mir noch nicht so große. Eieieiei. So große Gedanken, sondern da mache ich mir dann Gedanken drum, wenn es dann soweit ist. Ich muss erstmal die Eisenbahn oben zum Fahren bekommen. Ich muss die Container voll bekommen. Mache ich nur 2 Container, mache ich 3 Container. Ja. Das ist auch noch so eine Frage. Ich bin ganz froh, dass ich oben angefangen bin schon. Dass es in dem Sinne vorangeht. Das ist wirklich ein mega Vorteil, den ich in dem Sinne habe, dass es wirklich vorankommt, vorangeht. So kalte Hände. Ah, das Winter, Leute. Die Nester wären auf jeden Fall riesig. Also, ich werde sie jetzt einfach mal ignorieren. Wirklich richtig ignorieren, die kleinen Parkpenner. Weil die füllen immer noch die Kisten. Ne? Das ist ja das, was ziemlich cool ist. Finde ich. Weil hier oben kommt wieder nicht genug an. Ne? Der arbeitet. Ach, der ist voll. Okay, ich wollte schon. Der ist auch voll. Der Waggon ist jetzt voll. Okay, der Waggon ist wirklich voll. Also man könnte jetzt hier unten zwar noch einen hinmachen. Aber ich weiß nicht, ob das reicht.
Reicht es? Reicht es nicht? Mit zwei Waggons? Brauchen wir drei Waggons? Gute Frage, ne? Ja, da fehlen uns jetzt wieder Stahlträger. Ach, leck mich. Komm, ich hole noch einen. Weil, wenn wir jetzt... Ja, Kisten können wir auch nicht mehr herstellen. Okay, das werden wir dann gleich mal ganz kurz ändern. Aber da ist halt auch eine riesen Lücke zwischen. Vielleicht kriegen wir das gar nicht hin. Aber wir holen mal gerade Stahlträger. Solarzellen möchte ich mehr hinbauen für tagsüber. Dass vielleicht die Dinger gar nicht anspringen. Es ist alles so viel. Aber geil, das ist das, was mir mega gefällt einfach. Aber wirklich mega, dass man einfach konstant in dem Spiel immer was zu tun hat. Stahlträger sind hier vorne. Da brauchen wir gar nicht so weit laufen. Wie kommt mir das falsch, wenn die Bergbauproduktivität gar nicht weiterläuft? Weil nicht genug blaue Fläschchen anscheinend. Trifft doch ohne Ende. Motoren. Haben wir da einen Motorenproblem? Aber es liegt nicht am Material, die arbeiten einfach so langsam. Sehr schön. Gut. Hat sich erledigt. Kümmere ich mich nicht drum. Wird schon irgendwann fertig werden. Ein Güterzug. So. Ach halt. Nein, 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 nein. Wir brauchen. Okay. Machen wir alle herstellen. Also die Nester, die hier unten sind, das ist wirklich schon... Aber ich will die jetzt einfach wirklich mal konstant ignorieren, die kleinen Pisser. Dann sehen wir mal weiter. Wieder fast falsch abgebogen. Dass hier noch nichts ist, das wundert mich. Ja, dass die sich hier noch nicht hingesetzt haben. Gut, ein Güterzug haben wir. Uff. Greifarme. Greifarme nennt man das. Kiste. Wieder Greifarme. Haben wir drei Güterzüge, also sollte ja wohl reichen, oder? Ich will's hoffen. So. Das Problem wird sein, dass nicht mehr genug ankommt nachher. Bis oben. Das ist nämlich jetzt das Problem. Dass oben nicht mehr genug ankommt. Ist jetzt einfach nur meine Idee, die ich habe. Thank you.
wenn die noch laufen würden, wäre doch alles super. Weil das wird geteilt. Man kann das natürlich jetzt auch ziemlich scheiße testen, einfach, ne? Ja, ich könnte jetzt einfach beigehen und sagen, gib mal. So, jetzt arbeiten nämlich alle. Jetzt kann man das in dem Sinne sehen. Die Lücken, die jetzt entstehen würden, würden eigentlich die hier füllen. Nee. Der hier kann gar nicht arbeiten. Ja, dafür sind die jetzt voll. Ja, werden wir sehen. Auch voll. Alles voll. Sehr schön. So, und jetzt müsste man in dem Sinne das verlängern. Oh, was war das? Wie habe ich das gemacht? Festhalten, ja. So, und dann müsste er da fahren. Oh, eine Lokomotive. Ja, das machen wir alles später. Ich habe ein Problem. Ich komme hier oben niemals rum. Fällt mir immer gerade so ein. Ich glaube nicht, dass ich hier oben eine Kurve hinkriege. Muckefuck. Wie kann ich das umbauen? Ich muss da ja rumkommen, Leute. Das. Keine Ahnung. Die fährt ja nicht rückwärts rein. Die wird ja vorwärts reinfahren. Um hier oben einfach keinen Kreis gezogen. Das wird er nicht machen. Also er wird nicht übers Wasser gehen. Ich denke, dass Wasser tabu ist, oder? Scheißen Dreck. Ich müsste alles nach unten weiterziehen, aber hier oben ist alles voll mit Erz. Und das kotzt mich an. Naja, ich ziehe jetzt erstmal eine Linie nach unten. Geht das gar nicht weiter? Immer nur ein gewisses Teil. Alter, das ist so das Engste, was man so bauen kann.
Wo wollte ich denn hin? Da unten. So, reißt mal hier den Urwald ab. Weg mit dem Wald. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.